Hallo ihr Lieben, Irene hier. Ich hatte gerade vorhin in der Sitzung das Thema Disziplin, das so aufkam, und da habe ich gedacht, na, dazu würde ich gerne mal was sprechen. Also mein Gefühl und meine Erfahrung ist, dass Disziplin eine sehr kopflastige Angelegenheit ist. Und ich bin der Meinung, dass Disziplin eigentlich überhaupt nicht gebraucht wird und vollkommen überflüssig ist unter bestimmten Voraussetzungen. Und die Voraussetzungen, die ich da sehe, ist, dass man erstens den Weg seiner Seele geht. Also sprich, ich brauche die Verbindung zu meiner Seele, damit ich überhaupt weiß, welche Richtung das gehen soll. Und ich brauche natürlich eine funktionierende geistige Führung, damit die mich führen können und ich weiß, in welche Richtung geht's denn, und ich einfach einen Schritt nach dem anderen machen kann. Und wenn das gegeben ist, dann kann ich Schritt für Schritt meiner geistigen Führung folgen. Ja, und meinem Seelenweg folgen, und das kann sich einfach Schritt für Schritt beim Gehen entwickeln. Und ich muss dabei gar nicht unbedingt vorher wissen, wo das Ziel ist, wo es mich hinführen wird, sondern ich kann dann einfach einen Schritt nach dem anderen gehen und das Bewusstsein entwickelt sich auf dem Weg mit. Das ist das eine. Das andere ist, ich brauche Energie. Also um überhaupt irgendeinen Weg zu gehen, ist Energie notwendig. Und Energie heißt, es muss einerseits sichergestellt sein, dass mir genügend Energie zufließt in allen Frequenzen, in denen ich Energie brauche. Und es muss natürlich sichergestellt sein, dass nicht meine Energie irgendwo hinfließt, wo sie nicht hin soll, also mir abgezogen wird, also so Thema Energievampire und so weiter. Das ist natürlich wichtig, dass die Energie wirklich mir für mein Leben zur Verfügung steht, sonst wird es nichts. Ja, und wenn also diese beiden Dinge gegeben sind, dann ist meine Meinung, dann brauche ich keine Disziplin, weil dann bin ich so auf meinem Weg in meiner Führung drin. Also ich muss mich nicht überwinden, das zu tun, wofür ich hier bin, weil dafür bin ich ja da. Und wenn ich genügend Energie habe, dann muss ich mich auch nicht schleppen, das zu tun. Also Energiemangel ist immer so eine Sache, das fühlt sich dann an wie schwer, wie oh, das pure Dasein ist schon irgendwie anstrengend und ich habe gar keine Kraft mehr, was zu machen. Das fühlt sich so runtergedrückt an, so jeder Handgriff ist eine Quälerei, weil man eigentlich keine Energie dafür hat, auch nur irgendwas zu machen. So fühlt sich Energiemangel an, wenn es sehr krass ist oder einfach, dass man halt schnell erschöpft ist. Es kann auch sein, dass man in der Begegnung mit bestimmten Menschen oder an bestimmten Orten, dass man dann plötzlich, meistens kurz danach, merkt so, oh, ich bin so fertig. Und da ist man dann in so einen Energieabzug reingekommen. Ja, und also wenn diese beiden Themen klar sind und wenn die gelöst sind, dann ist meine Erfahrung, dass man keine Disziplin braucht, weil man einfach seinen Weg geht und auch gehen kann. Ah ja, ein dritter Punkt ist noch wichtig, und zwar Blockaden. Also wenn bezogen auf den eigenen Weg, den man gehen will, wofür die Seele hier und jetzt inkarniert ist, wenn da Blockaden sind, wenn also irgendwelche Wesen, Mächte, Kräfte von außerhalb dem entgegenwirken, wenn irgendwelche Magie und Zauber dem entgegenwirkt oder auch wenn Dinge von innen entgegenwirken. Beispiel, wenn jemand Heiler war in einem vergangenen Leben und ist dafür, sagen wir mal, als Hexe verbrannt worden im Mittelalter, dann hat sich die Seele daraus sehr wahrscheinlich einen Rückschluss gezogen in der Art, wie das ist gefährlich, als Heiler oder Heilerin unterwegs zu sein. Das mache ich besser nicht mehr. Das ist ja existenziell bedrohlich. Und wenn solche Entscheidungen von der Seele da sind, dann blockiert einen das auch maximal, dass in die Richtung wirklich nichts geht. Und solche Sachen ist natürlich super, super wichtig, dass das gelöst wird, damit so, ja, damit man frei ist, damit man nicht so Gummibänder an sich dranhängen hat, die einen ständig zurückziehen oder ich sag mal eine Wand vor sich stehen hat, durch die man nicht durchgehen kann, sondern dass das
gelöst ist und dass man wirklich in der Lage ist, Schritt für Schritt auch tatsächlich zu machen und in die Welt zu bringen. Und wenn diese drei Punkte gegeben sind, dann ist Disziplin nicht notwendig, dann läuft das einfach von selber. Dann muss ich mich nicht früh aus dem Bett quälen, weil ich denke, oh, ich habe jetzt eine Arbeit, die macht mir gar keinen Spaß und ich sehe auch gar keinen Sinn da drin, das zu tun. Das existiert dann nicht, sondern dann weiß ich, ja, ich habe jetzt einfach den nächsten Tag, wo ich die nächsten Schritte machen kann für das, wofür ich da bin. Und dann entsteht auch dieses Montags-Freitags-Phänomen. Montag, die Woche fängt an. Freitag, yeah, wir haben Wochenende. Das geht dann weg. Das ist nicht mehr relevant. Weil, wenn ich das tue, wofür ich da bin, dann ist mir das scheißegal, ob ich das Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag, feiertags, morgens, mittags oder abends tue, weil dann tue ich das, wofür ich da bin. Und das ist, was von der Seele her einem die tiefste Erfüllung überhaupt gibt. Und es gibt kaum was, was so stark Erfüllung schenkt, als wirklich das zu tun, wofür man da ist. Und wenn das einem die tiefste Erfüllung gibt, wenn man da auf dem Weg ist, dann ist Disziplin überflüssig, da braucht es keine, weil ist ja logisch, dass dann jeder mehr von dieser Erfüllung gerne erleben will. Und natürlich hat man da auch mal Tätigkeiten, die vielleicht nicht so schön sind, was weiß ich, Buchführung oder irgend so ein Scheiß, ja, aber im Wesentlichen braucht man dann keine Überwindung. Man muss sich nicht am Schopf packen und sagen, ja, ich muss jetzt aber das und das machen, sondern das kann dann einfach fließen. Da passiert ganz viel über die geistige Führung, dass Dinge sich entwickeln, dass Dinge sich ergeben, dass man total unterstützt und getragen wird in all dem, was man tut. Und das wollte ich einfach gerne euch mal auf den Weg mitgeben. Lasst mal diese Idee von Disziplin los. Wer sie noch in sich trägt, das ist Bullshit. Das brauchen wir im neuen Zeitalter nicht mehr. Da geht es um ganz andere Dinge. Jo, damit wünsche ich euch einen ganz, ganz wunderschönen Tag. Alles Liebe, alles Gute. Tschüss, eure Irene.